Wozu diagnostizieren wir? Schauen wir uns jetzt an, wie das eigentlich genau funktionieren kann. Denn Helmke sagt ja, das ist eine Katalysatorenvariable, das heißt extrem wichtig für den Lernerfolg der Schüler. Und wir müssen uns anschauen, wie kann diese sogenannte Urteilsgenauigkeit überhaupt herbeigeführt werden. Und deswegen beschäftigen wir uns nochmal genauer mit dem Wozu und dem Wie der Diagnose. Und zwar gibt es da zwei Autoren, die haben den sogenannten Diagnosezirkel entwickelt. Die heißen Meyer-Jansen und das Ding heißt Diagnosezirkel. Der besteht aus zwei wesentlichen Elementen, nämlich der Ist-Stand-Diagnose und dann dem Qualitätszirkel. Zunächst einmal schauen wir uns an, das, was wir im engeren Sinne unter Diagnose verstehen, nämlich unter dem der Ist-Stand-Diagnose. Was machen da Meyer und Jansen oder was schlagen sie vor? Und zwar sagen sie, wir beginnen hier und es geht so nach oben. Zunächst einmal müssen wir einen Anlass klären, das heißt, wozu diagnostizieren wir eigentlich? Worum geht es in der Unterrichtsreihe? Was sind Schwerpunkte? Ich entwickle dazu als Lehrkraft Fragen und Hypothesen, beispielsweise, welche Schwierigkeiten meine Schüler haben könnten. Oder ich frage ganz offen, was wissen Sie schon zu dem bestimmten Thema? Dann wähle ich entsprechend meiner Fragen und Hypothesen eine Methode aus, da kommen wir gleich nochmal zu, und wende diese dann eine Diagnosemethode und wende diese dann im Zirkel auch entsprechend an, um damit mit den Ergebnissen dann meine Hypothesen überprüfen zu können und dann Erkenntnisse abzuleiten. All das ist die sogenannte Ist-Stand-Diagnose. Die findet hier am Anfang statt. Und dann gehen Meyer-Jansen weiter in den Qualitätszirkel und überlegen sich erste Aufgaben, sodass sie wieder feststellen können, wo gegebenenfalls Schüler Schwierigkeiten haben, wo sie schon gut mit klarkommen, um dann wieder den Unterricht anpassen zu können. Aber zunächst beschäftigen wir uns mit der Ist-Stand-Diagnose, nämlich dem oberen Diagnosezirkel. Und da hatte ich ja gesagt, geht es auch darum, unterschiedliche Methoden kennenzulernen und diese gezielt einzusetzen, wenn man den Anlass geklärt und Fragen entwickelt hat. Gibt es nämlich unterschiedliche Methoden zur Ist-Stand-Diagnose. Und zwar sagen Meyer-Jansen, man kann entweder beobachten, das heißt kriteriengeleitet beobachten, testen oder befragen oder diese einzelnen Tools miteinander kombinieren, sodass man dann daraus Erkenntnisse für die Unterrichtsplanung ableiten kann. Dabei, das sieht alles, dieser ganze Aufbau der Ist-Stand-Analyse, der sieht sehr danach aus, so ein bisschen wie der wissenschaftlicher Erkenntnisgang, ne? Wir überlegen uns eine Frage, dann entwickeln wir daraus unterschiedliche Vorgehensweisen der Analyse. Und das sieht so ein bisschen aus wie der wissenschaftliche Erkenntnisgang, ist auch soll auch durch das kriteriengeleitete Vorgehen sehr wissenschaftlich sein. Dennoch weist Helmke darauf hin, dass eine extreme Genauigkeit auch nicht dazu beiträgt, dass die Diagnoseergebnisse, zum Beispiel, wenn die dann in die erste Aufgabe fließen, dass die nicht extrem genau sein müssen, dass da eine extreme Genauigkeit vielleicht sogar eher hinderlich ist. Das heißt, wir schauen uns heute mal an, wie kann das eigentlich sein? Wie kann man den Ist-Stand analysieren? Welche Methoden gibt es und wie kann man diese vielleicht kombinieren?